Each of the seven habits of highly eviscerated people. Okay, der kann also die, wenn ich renne, kann er das hören. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass ich da durch muss. Aber das ist halt schwer zu sagen. Kommt das wieder hierher? Ja, gut. Sieht er mich hier? Schon. Nope. Okay, wenn er ganz hinten im Gang ist. Also quasi so jetzt. Er hört das natürlich, aber jetzt kann ich halt hier weiter. Ich habe keinen Schlüssel für diesen Aufzug, das ist sehr scheiße. Ich habe auch keinen Schlüssel für diese Tür. Und er hat den Schlüssel zu meinem Körper. Und dann bin ich tot. Again. Okay. Das ist halt echt ein bisschen scheiße, dass man nicht weiß, welche Türen jetzt aufgehen und welche nicht. Das ist der einzige Grund, warum ich jetzt hier gerade wirklich so lange hänge. Suchen wir das nochmal. Achso, dann kommt er gar nicht hinterher. Ist auch schön. Okay. Hier war irgendwo eine Tür da. Die ist auch abgeschlossen. Das ist natürlich beschissen. Okay. Hier kommt man. Okay, kriegt man auf jeden Fall eine Batterie. Das ist schon mal schön. Kommt man hier durch? Ne. Aber dann kommt man hier auch nicht weiter. Ist ja total beschissen. Oder habe ich irgendwas übersehen? Also hier kommt man nicht weiter. Oder kann man sich hier irgendwie durchquetschen oder so? Ne. Ah, da ist eine Tür. Aber die ist auch zu. Super! Es hilft mir also letztendlich gar nichts, dass ich jetzt hier hingegangen bin oder was. Wie geht's dir so? Auch eher beschissen, hä? Verständlich. Kann ich das Bett vielleicht wegschieben? Ist dahinter was? Nö. Komm ich her. Aber hier ist halt auch nichts mehr. Ja super, ich kann mich da drunter verstecken, aber das bringt mir ja herzlich wenig, ne? Hier kann ich nicht durch. Dann möchte ich sogar sagen, es bringt mir gar nichts, hier reingegangen zu sein. Ach doch, da oben. Okay. Nichts gesagt. Moment. Kann ich in die andere Richtung? GG. Okay, nein, kann ich nicht. Das heißt, ich muss in die Richtung hoch.
Aber hier komme ich her. Bin hier komplett im Schatten. Ich hoffe mal nicht, dass er mich sieht. Ich hoffe mal einfach, dass ich durch die Tür hinter mir durch kann. Ja, kann ich. Hier war die Toilette, ne? Genau. Hier aus, komme ich auch durch. Okay, jetzt schon wieder. Okay, der Kerl ist da hinten auf dem Gang. Da links durch die Tür komme ich durch. Das habe ich bisher noch nicht versucht. Ich hab dir nichts getan, Kollege. Bleib locker. Okay, von hier komme ich aber auch nicht weiter. Ich habe halt keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Das ist diese Situation. Eine Batterie, wie auch immer die hier hinkommt. Okay. Ist hier noch irgendwo was? Nein. Nö. Ja, komm. Packen wir jetzt schon eine neue rein. Wir sind ja mal großzügig. Hier geht's nicht weiter. Könnte fast schon sagen, in keinster Weise. Okay, das heißt, das Einzige, was mir jetzt noch irgendwie bleibt, ist das andere Ding, was man wegschieben kann. Der hat mich nicht gesehen, hoffe ich. Na, das ist die einzige Chance, die mir bleibt. Nein, mach doch die Tür auf. Junge! Toll, jetzt hat er mich gesehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier nichts finde, bin ich am Arsch.
Okay, hoffen wir mal. Der geht mir übrigens so leicht auf. Wieso hat der mich jetzt gefunden? Was ist ein Rucksack? Wie komme ich her, ne? Fuck. Wo bin ich jetzt gelandet? Okay. Er hat mich irgendwoher gesehen, wie auch immer. Lass mich in Ruhe, Mann. Okay, wir rennen jetzt einfach mal weiter. Mal gucken, wo wir auskommen. Hoch da, hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Okay. Okay. Okay, wir sind weitergekommen. Scheint mir. Wir sind jetzt aus diesem komischen Komplex da raus und der speichert jetzt. Danke. Okay. Wow, war das nervig. Oh, eine Akte. Die können wir uns doch. David Annapurna. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, David Annapurna. Dieser Kerl ist tot, würde ich behaupten. Sowas lassen die ja leider nicht auf sich sitzen. Schon wieder so große Räume hier, was soll das denn? Sieht jetzt hier so nach einem Schlafsaal aus oder so? Okay. Ein Schlüssel. Der Aufzugsschlüssel, um das zu sein. Möchtest du bitte wieder zurück? Danke. Oh, der kommt da durch. Das ist scheiße. Okay. Aua. Lauf, Junge! Das ist der Aufzug. Aufzug, 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 Aufzug. Ich will in den Aufzug. Yes. Drück den Aufzug. Oh, danke. Oh, danke. I'm not giving up on you. Wow. Jetzt reicht's aber. Halt die Fresse, Kollege. Dir das hier selbst zuzuschreiben, du Saftsack. Mann, ich konnte es aber auch langsam nicht mehr hören hier. Oh. Okay, können wir irgendwie die Aufzugtüren aufmachen oder so? Ich würde gerne raus. Ah. Okay.
Haha. You fail, bitch. Okay. Wie lange ist das Spiel bitte noch? Ich meine, viel kannst du eigentlich nicht mehr sein, oder? Naja, da kommen wir nicht durch, oder? Ich glaube, das ist die Etage, wo wir gerade herkommen. Ja. Heißt, wir müssen nach unten. Mach die Tür zu hier. Komm. Keine falsche Bescheidenheit. Und durch den Riss in der Wand. Natürlich. Teamwork. Team Players Award Patrick Petrina. Na dann. Batterien wären nicht schlecht. Wir haben nur noch 3. Hey du. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Finde draußen Vater Martin. Okay. Dafür muss ich erstmal rauskommen. Das wäre interessant, denke ich. Oder so. Ach, jetzt sind wir in der Umkleide, wo wir die ganze Zeit hingelaufen sind, quasi. Okay, da ist gar nichts mehr. Oh! Oh, kommen wir etwa nach draußen? Oh! Hier ist ein bisschen was kaputt. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Okay. Ich will das Feuer nicht löschen. Ich finde das richtig, was der Kerl gemacht hat. Einfach alles niederbrennen, dann ist das Ding hier durch. Jump. Kletter halt drunter durch. Ist mir auch recht. Das heißt, ich muss jetzt wieder irgendeinen wahnwitzigen, komplett merkwürdigen Vorgang oder Schalter irgendwo finden, um die Sprinkleranlage einzuschalten. Damit das Feuer ausgeht, dass er mit der Kerl gar nichts mehr getan hat, quasi. Und ich durch die Küche rausfliegen kann. Das macht ja Sinn. Es regnet übrigens wie aus Kübeln. Liegt's aber im Weg hier. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten und Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Okay. Wenn ich jemals sowas haben sollte, dann wende ich mich vertrauensvoll an die Typen hier. Radio und keine Batterie? Was ist das denn für ein Verarsche? Bisher standen Radios immer bei Batterien. Ach, hier kommt man durch. Okay, das habe ich gerade nicht gesehen. Bath, Cafeteria, Laundry. Sprinkler Room. Das hasse ich an Horrorspielen, ne? Es funktioniert nicht. Du musst erst 2 Ventile öffnen. Nein!
Was ist das hier bitte für eine komische... Oh shit. Eine komische Irrenanstalt. Wo man, um eine Sprinkleranlage zu aktivieren, die Leben retten könnte, erst zwei Ventile aufdrehen muss. Hey, es ist ein Feuer ausgebrochen. Wir werden alle sterben, wenn wir die Sprinkleranlage nicht sofort anmachen. Ja, aber du musst erst zwei Ventile öffnen. Nee. Oh. Kommt jetzt nicht hier durch, oder? Wäre voll uncool. Der kann hin. Okay, bist du ein Freund oder ein Feind? Ja, wenn du ein Feind bist, dann wirst du es mir jetzt sagen. Okay. Der wäscht die Typen. Na dann. Ey, Ventil 1. Jetzt greift er mich an, pass auf. Bam! Nein? Okay. Hätte ich jetzt erwartet, irgendwie. Okay, das andere ist dementsprechend dann vermutlich in der anderen Richtung. War es gerade mein Schatten oder der Schatten von dem Kerl? Ich will da wieder rein. Haha. You're too fat. Um mal ein schönes Zitat zu bringen. Hopp. Ne, in die Richtung sollte nicht gehen. Ja, genau. Geh einfach wieder da rechts durch die Tür. Ja, genau da lang. Ah, fast. Aber schon mal nicht schlecht. Okay. Da. Lass mich raten, ich muss mich in dem Spind verstecken. Und der Kerl mich nicht findet. Okay, da jetzt hier nur ein Spind steht, könnte das ein Problem werden, aber wir werden sehen. Ich muss ja dann nur noch zurück die Sprinkleranlage aktivieren und dann ist ja alles gut. Dann kann ich durch die Küche nach draußen. Theoretisch. Was wahrscheinlich auch wieder nicht funktionieren wird. Das Spiel mich einfach noch eine Ewigkeit hier fesseln wird. Müssen wir nicht nach? Ach, du bist schon wieder raus, okay. Das ist schon eher eine Begründung, mit der ich leben kann. Ich kann sagen, der hat das so komisch geatmet. Du warst ja garantiert da drin. Okay, wo ist er jetzt lang gelangt? Lang, vor allen Dingen. Ich hoffe mal da lang, weil dann kann ich jetzt hier rum einfach raus. Du, 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 du.
Ja, genau. Einfach hier wieder durch. Und dann... Okay, hier brennt's. Hier irgendwo war dieser komische Sprinkler-Room. Hier? Ja, hier war das. Aber wo ist dann... Nee. Das Spiel macht mich bescheuert. Ich habe einen Orientierungssinn von einer Tontaube. Oder so. Gerade zumindest. Okay. Okay, da hinten war der Kerl. Kommt er jetzt hier hin? Ja, dann warte ich noch einen Moment. Dem Kerl möchte ich eigentlich nicht unbedingt begegnen. Ah. Okay. Hauen wir rein. So. Jetzt muss ich nur noch raus. Ich sehe jetzt nur dummerweise nicht mehr allzu viel, weil jetzt hier überall... falsche Tür. Hier überall Licht aus ist, vor allem jetzt hier. Der macht mich doch jetzt bestimmt fertig, der Kerl, oder? Weil ich jetzt da hier seinen Traum zerstört habe, nicht? Also würde mich nicht wundern. Hätte ich nämlich auch keinen Bock drauf. Also ich mache mir hier die Mühe, alles anzuzünden und dann macht das irgend so ein Kerl einfach kaputt. Ist doch voll scheiße. Kann ich hier bitte irgendwie rüber oder stell dich nicht so an, Kollege? Okay, man sieht gar nicht schnell. Jetzt kann man halt nicht mehr so gut unterscheiden, über welche Bank man drüber kann und über welche nicht. Da kann ich drüber. Das sieht nach Küche aus. Ah, wusste ich's doch, als wenn hier nicht noch irgendwas käme. Das ist der Kerl, der hier gerade. Lass mich doch einfach in Ruhe, Mann. Ich hab dir nichts getan. Das war der Kerl, der das gerade angezündet hat. Ich würde hier gerne raus, bitte. Irgendwie. Oder so. Ich laufe weiter durch dieses düstere Setting. Way. Exit! Ach komm, als wenn ich da einfach so raus könnte. Da passiert doch noch irgendwas. Erstmal greifen wir uns hier noch eine Akte ab. Das passiert noch. Erstens, allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI- und H-Techniken, Schlafinduktion und Hypnose, für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Drittens können wir durch Post-H-Kontrolle, also Post-Hypnose nehme ich an, eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht, Fragezeichen. Siebtens können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren. Achtens können wir die Persönlichkeit einer Person verändern. Wie lange hält diese Veränderung an? 17. Wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Es ist mir egal. Cause, ich kann endlich raus. Yay, ich bin draußen. Okay, es stockt Booster hier. Oh. Aber immerhin, ich bin draußen. Ja, komm, jetzt pack endlich eine neue Batterie da rein. Das sieht man hier ja gar nicht. Was? How alive are you? Wird sich dann zeigen. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul. Paul.
Hoffentlich hast du nichts dagegen. Und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Ist jetzt nicht gerade vertrauenserweckend. Okay, eine der beiden Türen ist offen. Diese hier ist es nicht. Ich hoffe, dass eine der beiden Türen offen ist, sagen wir es so. Nein, ist sie nicht. Okay. Wow. Aber wir können nicht von den Wegen runter, das ist ganz cool. Miau! Wusch! Okay, das war dann vermutlich, oder ist dann vermutlich der Wallrider. Ja, komm, beruhig dich, Kollege. So schlimm war halt jetzt nicht. Das ist die Küche hier, ne? Da kommen wir her. Ne. Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Ich will aber nicht wieder da rein. Ja, komm, der Wallrider kann mich mal. Hier kommen wir her. Problem ist halt, dass ich gleich keine Batterien mehr habe. Das ist ein bisschen suboptimal. Hier vielleicht? Water Martin? Schlüssel? Sehr gut. Schlüssel für Wartungsschuppen. Kann ich denn hier Lampen anmachen? Das wäre äußerst deliziös. Oh. Versorgt mich nicht mit Batterien. Ja, komm, Kollege, ist in Ordnung. Ich hab's ja begriffen. Du kannst durch die Gegend swooshen. Whatever. Oh, die Tür auf hier. So. Hallo. Das ist aber ein großer Schuppen, du. Also für einen Schuppen ist das echt einiges hier. Hi! Okay. Und jetzt. Das Ding im Dunkeln. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Nein! Was du nicht sagst! Das habe ich ja nicht schon viermal, fünfmal, sechsmal erwähnt. Nein! Kannst du da hoch? Ja. Nice. Also die Schockeffekte sind jetzt nur wirklich lahm. Also da kann mir auch keiner reinreden. Ganz ehrlich, die sind schlecht. Die, also, da erschreckt sich nur wirklich keiner vor, hoffe ich. Hoppa. Ja, du könntest auch einfach mal ein bisschen weiter springen demnächst. Brauchst du dir auch, kannst du dir auch dieses ganze Gedöns hier sparen. Kann ich da rein? Ne. Will ich da rein? Nö. Eigentlich nicht, ne? Ach, hier runter kann ich. Na, es geht. Ist klar bei dir? Du chillst hier so ein bisschen? Ja. Gönnst dir eine ordentliche Kippe. Du musst da. Gute Arbeit, Mann. Gute Arbeit. Okay. Hier noch irgendwas? Ansonsten kann ich halt wieder runter. Hm. Oh. Ach. Sieh mal einen an. Jump'n'Run-Passagen hier. Hoppa. Das ist cool, dass auch noch sowas kommt. Ich meine, das Spiel bietet ja die Möglichkeit dazu. Deshalb finde ich es ganz cool, dass es dann auch genutzt wird. Wassertropfen, ne? Ja. Okay, ja. Hoppa! Das. Ach so. Alles klar. Oh. Du sollst da dran springen, Mann. Wie hoch soll ich denn. Spring doch da dran! Nicht? Ich könnte schwören, das ist so gedacht, dass man daran darüber hangelt.
Ah, oder man nimmt einfach das da. Ist auch in Ordnung. Ja, komm. Jetzt weiß ich, warum ich hier so viele Batterien gekriegt habe. Das ist schon ein bisschen nervig, ne? Achso, da kann ich durch. Okay. Ich würde aber auch sagen, bevor wir jetzt hier weitergehen, machen wir hier mal einen kurzen Cut. Bei einer Stunde 6 Minuten. Und ich muss hier einen Cut machen, sonst wird das Ganze asynchron. Da habe ich keinen Bock drauf. Und deshalb würde ich sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier. Bis dahin und tschö, tschö.